Herrschaften, ein neuer Wochenrückblick von motorradonline.de mit den interessantesten Themen der Motorradwelt. Und wir fangen an mit einem Happy Birthday für Harley Davidson. 120 Jahre Heavy Metal mit Herz aus Milwaukee. Zur Feier hat uns die junge Dame aus den USA 7 Anniversary Modelle aufgelegt. Die Fatboy 114, die Heritage Classic, die Ultra Limited, die Street Glide, die Road Glide, die Tri-Glide und die CBO Road Glide Limited. Durchatmen. Allgemein ist eine Limitierung zwischen 1.100 und 3.000 Stück und ein wirklich grandios wirkender Sonderlack in mitgoogeln. Heirloom Red. Heirloom, das bedeutet Erbstück. Naja. Auf jeden Fall viel Rot, Gold und etwas Schwarz und vor allem viel Geld. Das günstigste Anniversary-Modell zum Jubiläum ist die Fatboy Anniversary. Die kostet 31.995 Euro, hat 1.868 Kubik, 95 PS und 155 Newtonmeter. 3.000 Mal wird es die geben. Ein Tausender mehr kostet die Heritage Classic Anniversary mit dem gleichen Motor. Die ist allerdings nur 1.700 Mal zu haben. Weiter geht's mit der Road Glide Anniversary. 1.600 Mal in der Auflage, 1.868 Kubik, 158 Newtonmeter, 94 PS für 37.595 Euro. Ebenfalls 1.600 Mal gibt es dann die Street Glide Version davon mit gleichem Antrieb für 100 Euro mehr. Übrigens, das kann man sich merken, eine Road Glide hat immer diese Shark Nose rahmenfest, eine Street Glide lenkerfest. Die lenkt also mit dem Lenker mit. Egal. 38.995 Euro kostet die Ultra Limited Anniversary als Fulldresser, also das Ding mit Kofferraum hinten. 88 PS, 160 Newtonmeter und 1.300 Mal zu haben. Aber das ist ja alles nur Kleingeld bisher, jetzt wird es richtig teuer. 59.995 Euro kosten jeweils die CBO Road Glide Limited Anniversary und das Dreirad Tri-Glide Ultra Anniversary. Man könnte also sagen, je länger der Name, desto höher der Preis. Die CBO hat nochmal einen exklusiveren handaufgetragenen Lack und ganz wichtig den großen 117er Motor mit 1.923 Kubik. Der leistet dann 106 PS und 166 Newtonmeter. Das Dreirad, übrigens mit das schwerste Motorrad der Welt, hat dann wieder den kleineren Motor mit 88 PS und 160 Newtonmeter. Weiter mit Harley. Ebenfalls neu zum Jubiläum ist die Nightster Special. Quasi die Nightster ist ja die kleine Sportster im Haus von Harley. Wassergekühlter Twin, 975 Kubik, 90 PS, 95 Newtonmeter. Die Special hat dann ab Werk einen Beifahrersitz, ein größeres TFT-Display mit Connectivity, ein bisschen einen anderen Lenker und neue Räder. Ach ja, und ganz wichtig, neuen Preis. 17.595 Euro sind genau 1.500 Euro mehr als die aktuelle Basis-Nightster. Ist das gerechtfertigt? Also der Aufpreis von 1.500 Euro auf jeden Fall. Fragwürdig sind die Basis 16.095 Euro für eine Einsteiger-Harley. Wir erinnern uns, die letzte Einsteiger-Harley hat ungefähr die Hälfte gekostet, war allerdings auch nicht besonders erfolgreich. Möge die Nightster mehr Erfolg haben. Wenden wir uns endlich mal vernünftigen, zukunftsgerichteten Motorrädern zu. Die Böhmerland 21, eine alte tschechische Marke, soll wieder auferstehen. Fangen wir mal von vorne an. 1925 konstruierte Albin Liebisch die Böhmerland. Über 3 Meter lang, 2 Meter Radstand, 4 Sitze, ein Einzylinder mit 600 Kubik. Und immerhin 12 cm Hub. 16 bis 24 PS hat es damals gegeben. 75 Stück von dieser Böhmerland sind gebaut worden. Die Böhmerland 21 ist ein ziemlich aufregendes Konzept von einem Techniker von Peter Knobloch. Und der will quasi diese Marke wieder aufstechen lassen und auch diesen Stil. Hat einen Starrrahmen konstruiert, der allerdings hinten eine kleine, sehr interessante Federung gebaut bekommen hat. Aktuell ist auch ein Einzylinder verbaut. Das ist allerdings eher unklar, ob der wirklich kommt. Der Knobloch selbst spricht gerade von einem 760er Twin-Verbrenner, der da reinkommen soll. Ich persönlich finde das elektrische Konzept und das fährt nämlich auch von der Böhmerland 21 viel interessanter, denn dazu muss er keine Euro 5-Norm, zumindest keine Abgasnorm erfüllen und es ist allemal einfacher, das Ding zu elektrifizieren, als da irgendeinen Motor reinzuknödeln. Ob wir allerdings das Böhmerland jeweils auf der Straße sehen werden, ich würde weder investieren noch drauf wetten. Sehr schön wäre es aber schon. Und zum Abschluss noch etwas Leichtes, nämlich Statistik. Wir haben uns mal die Neuzulassungen von 2022 genau angeschaut und drei Themen für euch gefunden. Erstens die Top 50 Modelle,
Dann die 5 beliebtesten Modelle der 10 stärksten Hersteller in Deutschland. Muss man kurz wirken lassen. Und natürlich noch, wie nach dieser Statistik denn der deutsche Durchschnittsbiker aussieht. Kurz zusammengefasst. Der deutsche Motorradmarkt schrumpfte 2022 um 7,3%. Es wurden 107.000 Motorräder über 125 Kubik neu zugelassen. Royal Enfield ist erstmal in die Top 10 der Hersteller gerutscht. BMW macht 14% minus, KTM 34 und 120. Die meist zugelassenen Neugräder sind die BMW R1250 GS und die Kawasaki Z900 und die Yamaha MT-07. Der deutsche Durchschnittsbiker ist männlich, zwischen 50 und 59 Jahre alt, fährt ein Nakedbike oder eine Enduro, die jeweils über 99 PS haben und meistens zwischen 750 und 999 Kubik oder dann direkt über 1250 Kubik. So, das war der Wochenrückblick von motorradonline.de und immer dran denken, gelber Schnee schmeckt nicht nach Zitrone.